Ja, Roger Schmidt, im Studio haben Sie geredet über Ihren Torwart. First of all, am ersten gratulieren. Dankeschön, dankeschön. Aufgeregt? Ja, jetzt nicht mehr, aber ich bin sehr froh, natürlich sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Erstes Spiel ist immer schwierig, gerade wenn man auswärts spielt. Und das Gute an dem Spiel ist, wir können sicherlich viel besser spielen, ne? Aber trotzdem haben wir gewonnen, wir haben uns durchgebissen und deshalb freue ich mich. Ja, bevor wir gehen, wir gehen zu Ihrem Torwart. Sie lieben Vollgasfußball, Fußball gegen Pressung, aber beim 1:3. Counter-Fußball ist auch schön, ne? Ja, Tore sind immer schön. Natürlich, das schnelle Umschalten ist auch eine Waffe. Und wir haben schnelle Spieler. Madueke, fantastisch. Ja, ja, wir haben schnelle Spieler und hat er super gemacht. Und dann haben wir letztendlich das Spiel entschieden. Wir hatten vorher ein paar Situationen liegen gelassen, das Spiel zu entscheiden. Und deshalb ja, war super, dass das Noni reingekommen ist und dem halt auch dann Gas gegeben hat. Ich habe beim 1:1 Mvogo gesprochen und ich habe gesagt, bist du verrückt geworden? Er sagt, ja, es ist ein großes Mistake von mir, aber wir trainieren darauf. Ich sage, sie müssen nicht darauf trainieren. Sie trainieren doch nicht auf diese Bälle. Na, natürlich wollen wir versuchen, schon unter Druck auch von hinten raus zu spielen. Aber das war ein crazy Ball. Ja, das stimmt. Das war diese, in der Situation, glaube ich, hätte er besser die lange Variante gewählt. Und hätte nein, nicht besser. Er muss das machen, Herr Schmidt. Ja. Und ja, aber daraus lernt man. Ne? Also auch in kritischen Situationen, das ist manchmal so. Manchmal geht es gut, manchmal macht man einen Fehler dadurch. Er hat heute einen Fehler gemacht, beim nächsten Mal wird er die Situation sicherlich besser einschätzen und lösen. Doch bin ich nicht einverstanden. Mit Ihnen. Es kann nicht gut gehen. Jorrit Hendricks, was hat er machen müssen? Ja, ich muss es mir noch mal im Fernsehen angucken. Ich habe es selber noch nicht gesehen, die Situation. Deshalb kann ich das schlecht einschätzen. Es war sicherlich keine gute Entscheidung, den Ball so dahin zu spielen. Und das weiß er auch selber. Es war ein klarer Fehler von ihm. Aber ja. daraus entwickelt man sich weiter. Wir haben alles gesehen. Wir haben schöne Tore gesehen. Wir haben ein besseres Malen gesehen. Aber was haben Sie gemacht mit Rosario? Warum meinen Sie? Na, er ist ein anderer Spieler. Er ist ein anderer Mann. Voriges Jahr war es breitspielen, zurückspielen, kein Selbstvertrauen. Und jetzt spielt er nach vorne und nach vorne. Mhm. Ist das Innenarbeit? Ist das Ihre Arbeit? Ist das Zusammenarbeit? Was haben Sie gesagt? Ja, also ich glaube, dass Pablo eine super Vorbereitung gespielt hat. Und vom ersten Moment eigentlich ich das Gefühl hatte, dass er sehr gut passt zu dem, wie wir spielen wollen. Ich finde, es ist ein sehr kompletter Sechser. Gegen den Ball super in der Balleroberung, kann viel laufen, ist fußballerisch sehr stark, hat ein gutes Auge auch für tiefe Bälle. Also das, was ich heute gesehen habe, das habe ich auch schon in der Vorbereitung gesehen. Und ich glaube, letztes Jahr war es insgesamt dann für alle ein bisschen schwieriger, ihre beste Leistung abzurufen. Deshalb, ja, Pablo hat gut gespielt, aber aus meiner Sicht kann er noch viel besser spielen. Ja, aber doch meine Frage, was ist Ihre Arbeit darin? Selbstvertrauen? Ja, also das will ich jetzt gar nicht zu hoch hängen. Ich glaube, dass Pablo selber eben halt sehr, sehr hart gearbeitet hat im Training. Natürlich geben wir Sachen vor und ich möchte, dass die Sechser ja, viel Einfluss nehmen aufs Spiel, auch viel vertikal spielen, versuchen eben halt auch immer wieder die Linien zu überspielen. Das ist letztendlich das, was ein Sechser schaffen muss, eben halt gegnerische Spieler zu überspielen. Das ist ein Qualitätsmerkmal und wenn man das als Sechser nicht kann, wenn man nur zurück und zur Seite spielt, ja, dann ist das kein hohes Niveau. Und das fordere ich von ihm und er setzt das super um. Eine neue Rosario. Vielen Dank. Ja, danke auch. Und gratuliere. Dankeschön.